dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und willkommen zur Folge 24. Allem Anschein nach die Folge 24 der berühmt-berüchtigten philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Apparat, wie immer, euer Lokführer Hannibal alias Werner, der Petschko, nicht zu verwechseln mit dem Werner der Petschko aus Gingolfing, ehemaliger, jetzt mittlerweile im Ruhestand befindlicher Kreisverwaltungsdirektor oder so ähnlich, äußerst entfernter Verwandter, also nicht zu verwechseln. Aufgrund dessen führe ich in meinem Namenszug bei diversen Online-Veröffentlichungen ein G für meinen zweiten Vornamen ein. Eine etwas lästige Angelegenheit, aber um den Verwechslungen vorzugreifen. Technische Maßgabe. Das aber nur am Rande für die Historiker unter meinen Zuhörern, Zusehern. Ansonsten geht es in einer neuen Farbe, habe ich ausfindig gemacht, weiter. Die Nummer 127 in der Folge 24. Ein Zitat aus dem bekannten Alexius Meinung: Dasselbe Wort wird für sehr viele und sehr verschiedene Dinge gebraucht. Dasselbe Ding wird, und zwar wie es scheint, ganz grundlos mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Namen benannt. Es ist also nicht abzusehen, wie sich unter so ungünstigen Umständen eine auch nur einigermaßen merkliche Assoziation zwischen Wort und Idee bilden könnte. Hier gibt es gleich einiges zu besprechen. Zum einen die Mehrdeutigkeiten, was jetzt die Worte in Bezug auf die Dinge betrifft. Ein Wort für verschiedene Dinge und umgekehrt dann dasselbe Ding mit verschiedenen Wörtern, so dass dem Missverständnis Tür und Tor geöffnet ist. Aber jetzt ist als drittes hier noch die Assoziation zwischen Wort und Idee angesprochen. Das heißt, es ist die Frage, ob es sich noch um einen neuen Gedanken, einen anderen Gedanken handelt als die beiden vorher. Denn es handelt sich ja im Grunde hier auch schon um Ideen. Dasselbe Wort für verschiedene Ideen, könnte man sagen. Und für ein und dieselbe Idee verschiedene Worte, so rum. Und dann ist diese Schlussfolgerung für die beiden vorhergenannten Zusammenstellungen eine einigermaßen merkliche Assoziation, also merkliche, was soll merkliche heißen, bemerkenswerte, wie auch immer, egal. Die Frage ist eben, beziehungsweise der Punkt ist der, dass es eine objektive Assoziation zwischen Wort und Ding und umgekehrt zwischen Ding und Wort nicht gibt oder nicht geben kann. Weil im Grunde genommen
jedes Wort, jeder Begriff mehr oder weniger unterschiedlich interpretiert werden kann. Wenn auch in vielen Fällen es nicht der Mühe lohnt, da irgendwelche Differenzen zu analysieren, weil der Zweck, der mit einer bestimmten Sache verfolgt wird, zu offensichtlich ist. Aber gerade in den Fragen, in denen Meinungsverschiedenheiten herrschen, Missverständnisse, Konflikte, ist es dann doch im Grunde genommen der einzig machbare, zielführende Weg, der die Bedeutungen des Wortgebrauchs zu untersuchen, weil eben in den meisten Fällen unterschiedliche Wortgebräuche dafür diese Missverständnisse sorgen, sodass um den heißen Brei herum geredet wird und nicht unmittelbar die verknüpften Interessen angesprochen werden. Oft ist es ja in Verhandlungen nicht besonders anzuraten, sage ich mal, seine wahre Intention zu früh zu verraten oder die Schmerzgrenze, bis wohin man jetzt sich verhandlungsbereit zeigt. Also die eigentliche Bedeutung, die ein Wort für einen hat, erst einmal im Unklaren zu lassen. Das ist eine übliche Strategie in der Verhandlungsführung, ist aber auch eine Methode von Menschen, die, sagen wir mal so, ihr Herz ihr Mund nicht aus dem Herzen spricht oder die ihr Herz nicht auf der Hand tragen oder wie das heißt, also Leute, die nicht offen und deutlich und klar, sondern eher verdruckst und weniger glaubwürdig, ja, vertrauenswürdig erscheinen, ist es eine beliebte Methode, unter Umständen dann sogar glaubhaft und vertrauenswürdig zu erscheinen, obwohl die wahre Bedeutung, die die Wörter haben, im Unklaren gelassen wird, so dass sich die Zuhörer oder die Gesprächspartner dann mehr oder weniger selbst aussuchen können, das interpretieren können, was sie jetzt von jemandem zu halten haben, aber eben ohne eigentliche Grundlage. Man könnte genauso gut eine schlechte Meinung von jemandem haben, weil das zu interpretierende Material die eine Variante wie die andere hergibt. Also wir halten fest, Missverständnisse ergeben sich sehr häufig durch eine Unklarheit in Bezug auf den Gebrauch der Worte, das heißt den Bedeutungsgehalt, den Worte für jemanden haben, die Art und Grad der Verbindlichkeit diesen Worten gegenüber, die dann zu
dazu auf dem Prüfstand steht, wenn es darum geht, ob man jetzt jemanden trauen kann oder nicht. Wir machen weiter mit dem Punkt 128 zur Lehre von den Allgemeinbegriffen von Gustav Störing. Gibt es hier einen Beitrag, und zwar heißt es da, von allgemeinen Vorstellungen redet man zuletzt da, wo eine Vorstellung aufgrund ihrer Unbestimmtheit auf eine Reihe differenter Wahrnehmungsobjekte Anwendung findet, ohne selbst aus der Beziehung differenter Wahrnehmung oder Vorstellung hervorgegangen zu sein. Also das hört sich jetzt da so an, als hätte ich mit meiner Rede von vorhin schon die Nummer 121 antizipiert in Bezug auf jetzt die Vertrauenswürdigkeit von irgendwelchen Personen. Aber nein, das habe ich nur meiner prophetischen Intuition zu verdanken, sage ich mal. Also, von allgemeinen Vorstellungen redet man zuletzt da, wo eine Vorstellung aufgrund ihrer Unbestimmtheit auf eine Reihe differenter Wahrnehmungsobjekte Anwendung findet, ohne selbst aus der Beziehung differenter Wahrnehmung oder Vorstellung hervorgegangen zu sein. Also würde man diese Wahrnehmungen differenzieren, dann müsste jede einzelne dieser Wahrnehmung einen eigenen Begriff zugewiesen werden. Das ist aber nicht der Fall. Ich überlege gerade, worin der Mehrwert dieser Nummer hier besteht, außer mit anderen Worten zu wiederholen, was wir schon des Öfteren besprochen haben, selbst aus der Beziehung differenter Wahrnehmungen hervorgegangen zu sein. Also die Frage ist, wenn sich jetzt jemand schon differenter Wahrnehmungsobjekte bewusst ist, ist dann die Frage, weswegen dann eine allgemeine Vorstellung oder Idee dann schon genug sein sollte. Das ist eben die Sache mit diesen objektivistischen Aussagen über eine Welt an sich. Da spielt entsubjektivierten Aussagen, da spielt jetzt das Subjekt keine besondere Rolle, denn stelle ich mir ein konkretes Subjekt vor, das dem die Differenz in den Wahrnehmungsobjekten bewusst ist, dann ist die Frage, weswegen dann ein allgemeiner Begriff oder eine allgemeine Vorstellung da angewendet wird oder gut genug ist, stellt sich dann sofort, also kommt sofort die Antwort auf die Frage, weil eben ein bestimmter Zweck nicht mehr verlangt. Kommt es aber auf eine größere, erhöhte Differenzierung an, dann gibt es auch vielleicht immer noch eine Allgemeinvorstellung, aber schon eine differenziertere. Und ganz ohne Allgemeinvorstellungen wird es sowieso nicht gehen, weil jeder Begriff eine Allgemeinvorstellung ist, und da kann man jetzt analysieren und differenzieren, wie man will. Es wird immer bei der Sprache bleiben, so dass es dann hauptsächlich darauf ankommt, die Bedeutung, die diese Worte in einem bestimmten Zusammenhang haben, klar zu machen. Aber es geht immer nur darum, einen bestimmten Zweck zu erreichen, und alles, was da an Aufklärung erforderlich ist oder unnötig ist, redundant ist, gilt es festzustellen.
in Bezug auf diesen Zweck. Alles, was nicht zweckvoll, sinnvoll ist, kann man ignorieren. Das ist der eigentliche Punkt. Also handelt es sich bei der 128 im Grunde genommen um eine Trivialität oder wenn man das in Relation setzt zu einem in Bezug auf ein völlig unbedarftes Gemüt, auf einen naiven Realisten, ist jetzt diese Aussage schon eine kritische, sage ich mal, weil diese Differenzierung vorgenommen wird von allgemeinen Vorstellungen und differenten Wahrnehmungsobjekten. Also in Bezug auf so jemanden handelt es sich hier um einen Erkenntnisfortschritt, wenn man so will. Wenn so jemand überhaupt begreift, was hier steht, dass da eine Differenzierung stattfinden kann in Bezug auf Allgemeinvorstellungen. Es geht weiter mit der Nummer 129. Alle Begriffe sind Allgemeinbegriffe, da jeder Begriff eine ganze Reihe von Wahrnehmungen unter sich begreift. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal breit treten, vielleicht nur als Wiederholung. Eine ganze Reihe von Wahrnehmungen unter sich begreift, heißt, dass der Begriff allein auch in einem Satz nie und nimmer eine Wahrheit oder eine Tatsache oder eine Erkenntnis, ein Wissen ausdrücken kann. Da braucht es dann, es kommt da immer auf den Bezug an, der jetzt hergestellt wird. Für jemanden, der noch weniger eine Ahnung hat, als was jetzt hier in dieser Aussage festgestellt wird, für den ist es jetzt ein Fortschritt. Aber für jemanden, der jetzt wie ich, du eher sie es nach 23 Folgen Trilogie, ist das nicht der Rede wert. Also wird man eher mit weiteren Erkenntnisfortschritten sich zufrieden geben. Und für alle, die sich neu eingeschaltet haben, hier auf dem Gleichsatzkanal ist jetzt diese 129 eine große Nummer mit Überraschung und dergleichen. Aber für die alten Hasen, die drängen schon zur nächsten Nummer. Und deshalb will ich die jetzt auch nicht warten lassen. Die nächste Nummer kommt von Adolf Stöhr, der sich um eine Theorie der Namen verdient gemacht hat, denke ich mal. Soweit in der Akustik das Auge als Werkzeug der Forschung das Ohr vertreten muss, weil es leistungsfähiger ist, so muss auch innerhalb des Gesichtssinnes die reichere Mannigfaltigkeit der Bewegungsunterschiede die ärmere Mannigfaltigkeit der Lichtunterschiede vertreten. Also, in einer Theorie der Namen haben wir hier jetzt eine Wahrnehmungspsychologie allererster Güte, beziehungsweise es gilt jetzt auch für die Spezialisten und Experten, die tagtäglich damit zu tun haben und sich auch an Universitäten mit nichts anderem beschäftigen, sind das natürlich Gemeinplätze, aber um das geht es ja auch gar nicht. Der Punkt ist immer der, dass sich keine Objektivität rechtfertigen lässt und dass allein deswegen alle auf logischer Allgemeingültigkeit basierenden Grundsätze und auch Legitimationen aller möglichen Institutionen
dass die reformbedürftig abgeschafft werden müssen. Eine Revolution wäre ein anderer Ausdruck. Und das ist letztlich die Angelegenheit, dass man nicht von Realwissenschaften zu sprechen hat, sondern nur noch von Wertwissenschaften, weil es eben keine Realurteile gibt, sondern nur Werturteile, und dass keine Quaestio Facti existiert, sondern nur eine Quaestio Iuris. Auf das läuft das im Grunde genommen das Ganze hinaus. Und was hier besprochen wird, es ist nur diesen Grundgedanken zu untermauern und durch die verschiedensten Überlegungen klarzustellen. Also in der Akustik muss das Auge als Werkzeug der Forschung das Ohr vertreten, weil das Auge leistungsfähiger ist. Haben wir jetzt da keine Beispiele, aber Tatsache ist, dass das Auge leistungsfähiger ist als das Ohr. Und wenn Herr Stör das jetzt so behauptet, dann will ich das jetzt mal hinnehmen. Und wenn er behauptet, dass dem gegenüber der Gesichtssinn vertreten werden muss durch Bewegungsunterschiede, weil es sich im Gesichtssinn eine ärmere Mannigfaltigkeit der Lichtunterschiede handelt, dann ist das, es geht im Grunde genommen nur darum, ob jetzt, es geht nicht darum, ob jetzt da der eine Sinn den anderen vertritt oder nicht. Fest steht allerdings, dass das Auge leistungsfähiger ist als das Ohr im Erkennen von Unterschieden. Da gibt es, das ist in verschiedenster Hinsicht getestet worden. Und was jetzt die Bewegungsunterschiede angeht, ist interessant, dass diese Bewegungsunterschiede noch mannigfaltiger sind als Lichtunterschiede. Vielleicht durch die verschiedenen Dimensionen, die dann da möglich sind, und Lichtunterschiede in Frequenzen sowieso beschränkt mit dem bloßen Auge, vielleicht auch mit irgendwelchen Spektralanalysen, sind dann auch Bewegungsunterschiede einfach noch in mehr Dimensionen. Also das ist durchaus vorstellbar. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Es ist ja auch so überhaupt so mit derartigen Behauptungen, die sind ja auch immer nur grob und immer nur im Vergleich dazu zu sehen. Jetzt für jemanden, der jetzt meint, ja, Auge, Ohr, das sind alles Sinnesempfindungen und fertig. Da interessieren keine Unterschiede, keine Differenzierungen, weil die Reflexion gar nicht so weit geht. Da ist es interessant zu erfahren, dass die Bewegungsunterschiede die größte Mannigfaltigkeit, also an Unterschiedlichkeit, geben. Und wie das jetzt im Einzelfall ausschaut, das ist wieder eine andere Geschichte, wie das jetzt anzuwenden ist oder in welcher Art von Forschung das jetzt eine Bedeutung hat, ist wieder eine andere Geschichte. Für unsere Veranstaltung, diese Veranstaltung hier, ist es nur von Bedeutung, die Objektivität einer an sich Welt, diesen Glauben an diese Objektivität einer an sich Welt zu untergraben, den zu zerstören. Und das geschieht durch ein Bewusstmachen
Bewusstmachen des Bewusstseins, das ist etwas unglückliche Formulierung, durch ein Bewusstmachen der Unterschiede in den einzelnen Sinnestätigkeiten. Okay, dann muss ich mich nochmal eine Minute, die werde ich jetzt vielleicht mit der Nummer 131 nicht nur Ausdrücke wie Gerechtigkeit und ausgleichende Gerechtigkeit sind Namen, sondern auch ein so komplexer Ausdruck wie die Möglichkeit einer Definition des Kunstwerks durch viele verschiedene Beispiele und deren nachträgliche Kennzeichnung ist ein Name. Also das wäre jetzt die Definition für eine Sache, wofür es dann jetzt einen bestimmten Namen gäbe. Vielleicht Definitionismus in der Kunst, der Definitionismus. Also das Wort, die Abstraktion Definitionismus ist die Erklärung dafür, ist die Möglichkeit einer Definition des Kunstwerks durch viele verschiedene Beispiele und deren nachträgliche Kennzeichnung. Also bedarf jedes Wort, das in Gebrauch ist, eigentlich einer Definition. Für die meisten Leute ist das, besteht da keine Notwendigkeit, die haben gar kein Bedürfnis, da alles Mögliche zu reflektieren. So ein Bedürfnis tut sich erst kund, wenn man mal versucht, in größeren Zusammenhängen zu denken und da dann auch mitwirken will an diesen größeren Zusammenhängen, die in Frage stellen will, mitdiskutieren will, da also erst in den höheren geistigen Leistungen ergeben sich dann derartige Fragen oder ein Bedürfnis nach einer Klärung von verschiedenen Angelegenheiten. Und im Grunde genommen handelt es sich da um geistige Bedürfnisse, die angeblich ein typisch menschliches Bedürfnis sind, aber solche objektivistischen Formulierungen, Behauptungen haben keinen Sinn, keinen Zweck, wenn sich damit nicht jemand angesprochen fühlt. Also irgendjemand, der das Gefühl hat, dass er zu wenig reflektiert. Oder wenn er reflektiert, dann, oder sie reflektiert, dann ungefähr so in der Richtung, was mache ich hier eigentlich? Aber damit ist diese Folge 24 zu ihrem Abschluss gelangt. Ich verbleibe wie immer mit einem frisch-fröhlichen Peace und out.